Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Hauptsache, ich dachte, du brauchst keine Einladung machen. Du warst bei einer Einladung. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute gibt es ein Spezial, da bin ich selber überrascht worden, wusste nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich es, weil wir es gerade abgedreht haben. Und zwar bekomme ich von meiner Tochter ein paar Stichpunkte zum Jakobsweg zugerufen und ich soll, und ihr werdet merken, das hat nicht immer ganz geklappt, aber im Prinzip mit einem passenden Wort antworten. Ja, 17, 18 Worte waren es, glaube ich. Bisschen mehr, ja. Bisschen mehr. Geplant, aber. Ja, dann schaut einfach mal, was mir da so zu eingefallen ist. Viel Spaß mit dem Video. Also, erstes Wort, Camino. Ja, das spanische Wort für Jakobsweg. Pilger. Alle, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind. Kirche. Kathedrale in Santiago. Teilen. Teilen? Mhm. Mahlzeiten. Wetter. Viel Sonne, manchmal auch viel Regen. Marke. Deuterrucksack. Das war jetzt aber eine gute Werbung. Verletzung auf dem Jakobsweg. Ja, da würde ich wahrscheinlich als erstes die Blasen nennen. Zelt. Viel zu schwer. Welches Objekt auf dem Jakobsweg würdest du nicht, also auf welches Objekt auf dem Jakobsweg würdest du nicht verzichten? Wasser. Reiseführer? Da gibt es zwei unterschiedliche gute. Naja, du kannst jetzt auch einfach sagen, gut oder schlecht oder unnötig. Nein, achso, nee, würde ich auf jeden Fall einen mitnehmen. Weil man die wirklich gut für die Etappenplanung brauchen kann. Also sowas wie gut. Gut. Okay. Sonne? Kann sehr heiß werden, insbesondere in der Mittagszeit. Bedenk dran, du musst es mit einem Wort beantworten und dann ausführen. Sonnenschutz. Muschel? Markenzeichen. Schild? Wegweiser. Ja, aufwärts? Wird besser, ne? Ja. Jetzt kann ich mir ja so sagen. Okay. Ja, geht auch. Abwärts? Wo es hochgeht, geht's auch wieder runter. Abwärts? Nein. genauso schlimm, ja. Schönstes Erlebnis? Schönstes Erlebnis. Oh, es gibt nicht nur eins. Gibt ganz viele. Vielleicht immer dann, wenn einem in einer brenzlichen Situation geholfen wird. Mit einem Wort? Gegenseitige Hilfe. Gehhilfe? Der Stock? Dein Nummer 1 Lebensmittel, von dem du dich ernährt hast. Jetzt sag nicht Wasser. Ja, fast Wein sagen. Ja, Bocadillo. Mhm. Alles klar. Das letzte Wort waren dann auch mehr als 17. Natur. Atemberaubend. Alles klar, das war's. Das war's schon. Ja. Na gut, okay. Oh, kleines Spiel. Vielleicht fandet ihr das auch ganz amüsant. Danke fürs Zuschauen.